Und jetzt, Nachtlichter und Frühaufsteher, willkommen auf Kanal 1 bei unserer Show Vor Sonnenaufgang. Auch heute wieder mit vielen interessanten Studiogästen und viel Musik zwischen Traum und Tag. Gute Nacht oder vielmehr guten Morgen, Chef. Was bringen Sie da? Ein Reparaturnotfall. Hab ihn vor einer halben Stunde abgeholt bei den Leuten. Eine kaputte elektrische Katze. Totales Systemversagen. Ich mag diese neuen Modelle nicht, wo sowas aussieht, als würden sie leiden und sterben. Sie hätten das Gejammer hören sollen. Ehrlich, ich fühle mich selbst schon ganz elend. Himmelgott nochmal, verfluchte Scheiße. Chef? Eine kaputte elektrische Katze. Dieses verdammte Tier ist echt und es ist tot. Tot? Aber... Ja, haben Sie denn das nicht gemerkt, Isidor? Ich hab's für so ein neues Modell gehalten. Wir werden die Katze ersetzen müssen und vielleicht haben sogar Sie eine Vorstellung, was heutzutage ein echtes Tier kostet. Es tut mir wirklich leid. Man sollte keine B-Typen einstellen, nicht mal für diesen Job. Gehen Sie, Isidor, gehen Sie nach Hause, ich spür's. Es wird heute ein schwarzer Tag. Träumen, Androiden. Von Philip K. Dick. Das persönliche Einswerdungsprogramm von John Isidore ist aufgerufen. Ich erbitte weiteren Zugang. John Isidore, du willst die Einswerdung mit Wilbur Mercer erleben, der bei der Besteigung eines Berges vor den Augen seiner Begleiter verschwand und selbst eins geworden ist mit allem Lebendigen. Du willst die Einheit spüren mit allen Menschen, die sich in diesem Augenblick an das Einswerdungsprogramm angeschlossen haben. Ihre Gefühle teilen beim gemeinsamen, einsamen Aufstieg. Dann lege deine Hände auf die Kontakte und drücke sie jetzt. Ach, Rick. Guten Morgen, Irene. Kann man sich nur jeden Tag von einem Stromstoß wecken lassen? Mir gefällt es, schlagartig wach zu sein. Du könntest bei deinem Stimulator auch die Impulse verstärken. Lass die Finger von meinem Gerät. Am liebsten würde ich heute überhaupt nicht aufstehen. Wieso sind wir immer noch hier, während die Schlauen schon längst ausgewandert sind? Das ist eine Geldfrage. Und deswegen werde ich mich jetzt für meinen Job konditionieren. Mit Einstellung 34... positive und kreative Arbeitsmotivation. Warum nicht? Das entspricht meiner natürlichen Einstellung, auch ohne künstliche Gehirnstimulation. Es ist wieder Zeit für unseren Blick aufs Wetter. Der Satellit Mungo meldet, dass der radioaktive Niederschlag gegen Mittag am stärksten sein wird, um dann später wieder abzuflauen. Also Freunde, ihr wisst Bescheid und weiter geht's mit der Morgenshow auf Kanal 3 und ich... Du solltest auch deine Tageseinstellung wählen. Vielleicht 32, ausgeglichen. Ich habe im Augenblick überhaupt keine Lust, irgendetwas zu wählen. So, ich mache jetzt Kaffee. Tagesstimmung konditionieren, Arbeitsunterlagen durchsehen, Strahlenschutz, Medikamente gegen geistige Verwirrung und Zeugungsunfähigkeit einnehmen. Es ist lebenswichtig, dass alles seine Ordnung hat. Na, komm her, mein Alter. Hm? Da haben wir deine Getreideflocken. Geschmacksrichtung Hafer, hm? Das magst du doch am liebsten. Und mindestens 5 Minuten Zuwendung an organisches Leben, an mein Schaf. Meine tägliche Lüge für die Nachbarn. Groucho, das täuschend lebensechte elektrische Schaf für den Dachgarten mitten in der Großstadt. Weil ich mir immer noch kein lebendiges Tier leisten kann. Aber bald. Nur noch 3, 4 Fangprämien. Hallo? Bryant hier. Deckard, kommen Sie sofort ins Präsidium. Dave Holden hatte einen Unfall mit einer Laserwaffe. Dave? Ist der... 2 Rückenwirbel zerstört, noch nicht außer Lebensgefahr. Ich bin schon unterwegs, Inspektor. Was für den einen ein schwarzer Tag ist, könnte für den anderen ein Glückstag werden. Es war ein Nexus 5, der ihn erwischt hat. Ah, das neue Modell muss wirklich fantastisch sein, wenn die Werbung der Firma Rosen es übertreibt. Und es hat verdammt viel Überlebenswillen. Hey, sag diesen B-Typen vom Bereitschaftsdienst, sie sollen die Apparate leiser stellen. Die Nexus 5 sind ja nicht die ersten Androiden, die ihren Herren davongelaufen und untergetaucht sind. Gut.
Polokov, so heißt das Ding, hinter dem Dave gerade her war, gehört zu einer Gruppe, die ihre Flucht vom Mars systematisch geplant hatte. Sie schossen alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellte. Zwei davon hat Dave eliminiert. Die übrigen halten sich noch hier im Norden auf, vermuten wir. Bei mir steht nichts Besonderes an. Ich kann jederzeit Daves Aufträge übernehmen. Sie wissen, wie viele andere ich schon erledigt habe. Ja, natürlich. Sie kennen doch das Spiel, Deckard. Unsere Mars-Kolonisten hängen an der Illusion, nicht von Maschinen bedient zu werden, sondern von Menschen. Vielleicht hätten sie am liebsten Sklaven, wie in den guten alten Zeiten, als das organische Leben noch so verfügbar und wertlos war. Und unsere Firmen sind bemüht, diese Illusion zu bedienen. Durch Androiden, die immer menschenähnlicher werden. Ja. Aber wehe, wenn etwas außer Kontrolle gerät, dann ruft man wieder nach uns, der guten alten Polizei. Beschützt uns vor ihnen, jagt sie! Nur, wie wir diese Geschöpfe, die mittlerweile die Hälfte unserer Bevölkerung beim Intelligenztest schlagen würden, überhaupt als künstliche Lebensformen erkennen sollen, das interessiert die Leute einen Dreck. Aber wir haben doch den Void-Test entwickelt. Der ist genau auf diese Modelle zugeschnitten. Im Großen und Ganzen. Was heißt das? Der Void-Test misst emotionale Reaktionen auf bestimmte Szenarien, die bei einem normalen Menschen spontan geschehen. Und bei Androiden dauert es länger, weil sie solche Reaktionen durch Abfragen ihres Wissens über Sozialverhalten erst produzieren müssen. Das ist doch ein einwandfreies Indiz. Von dieser Seite betrachtet ja. Leider hat es sich herausgestellt, dass auch Menschen diese Verzögerung oder Nichtreaktion zeigen können. Affektgestörte Personen zum Beispiel, Schizophrene. Aber das wäre eine verschwindend geringe Anzahl. Sie unterziehen jemanden einer Routinekontrolle. Sie bekommen ein positives Testergebnis. Sie erschießen ihn und hinterher bei der Knochenmarkanalyse stellt sich heraus, es war ein Mensch. Und was dann? Die Medien würden uns in der Luft zerreißen. Ich sehe, Sie haben das Wesentliche erfasst. Man sollte die Firmen verpflichten, selbst die richtigen Testverfahren für ihre Produkte zu entwickeln. Wir haben zwei Prozesse gegen den Rosen-Konzern verloren. Das einzige Zugeständnis, das wir diesmal erreicht haben, war, dass wir unsere Testmethode ausführlich an den neuesten Nexus 5-Modellen erproben dürfen. Ich habe für Sie bereits einen Termin mit Eldon Rosen vereinbart. Oh, mit dem Chef persönlich? Sie fliegen in einer halben Stunde. Nach einer Einswerdung tut man am besten irgendwas Praktisches. Den Abfall wegtragen. Bin gespannt, ob die Tonne heute schon wieder voll ist. Ich glaube ja, der Müll wächst. Von selbst, wie eine Pflanze. Ich kann es hören. Dort, wo viele Menschen sind, wird es zugedeckt. Nicht aber hier in den Häusern mit den leeren Wohnungen. Ich frage mich, ob es andere auch hören. Oder liegt's an mir, an meiner Besonderheit? Dinge, die ich sehe. Die Eule gestern. Die erste seit 20 Jahren. Obwohl es hier so viele Vögel gab vor der Strahlung. Als erstes sind seltsamerweise die Eulen gestorben, lagen einfach am Morgen in den Vorgärten. Geräusche, die ich höre. Ein Fernseher mit der Vormittagsshow. Obwohl außer mir niemand hier wohnt im ganzen Haus. Es klingt, als käme es aus der Wohnung über mir. Hallo? Ist da jemand? Das war keine Einbildung. Ich bin nicht mehr alleine hier. Ich habe es sogar einen Moment lang am Fenster gesehen. Es ist ein Mädchen und es hat schreckliche Angst. Dieser Privatzoo von Eldon Rosen. Verkehrte Welt. Eine Firma zur Herstellung von künstlichen Lebensformen investiert ihr überschüssiges Kapital in lebende Tiere. Ja, wir lieben die Tiere. Ganz im Sinne des Mercerismus. Und das ist ein Waschbär. Eine ausgesprochene Rarität. Rachel, zeig ihn unserem Gast. Na komm, komm her. Komm, komm her. Wir haben ihn letztes Jahr von einer Tochterfirma erworben. Er heißt Bill. Aha, man versucht, mich einzuwickeln. Schaffung einer familiären, entspannten Atmosphäre. Auch die Nichte des Konzernchefs ist dabei, vermutlich um mich abzulenken. Ein attraktives Mädchen, diese Rachel, wenn man den dunklen Typ mag. Mr. Rosen, ich will Ihre Zeit nicht über Gebühr beanspruchen. Kommen wir doch zum Zweck meines Besuches. Wo kann ich den Test durchführen? Also, am besten drüben im Wintergarten.
Der Aufbau des Geräts geht schnell. Sie können den ersten gleich reinschicken. Was wird damit eigentlich gemessen? Verschiedene automatische Reaktionen, Herzmuskeltätigkeit, Erweiterung der Gesichtskapillaren. Dazu braucht man die Kontaktscheibe hier. So, fertig. Dann testen Sie mich mal. Sie? Warum? Wir haben Rachel als Ihr erstes Testobjekt ausgewählt. Sie könnte eine Androide sein. Ich hoffe, Sie finden es heraus. Na schön. Miss Rosen, ich werde Ihnen jetzt eine Anzahl verschiedenartiger Lebenssituationen schildern. Sie sollen so rasch wie möglich Ihre jeweiligen Reaktionen darauf Ausdruck geben. Fangen Sie an. Sie bekommen zum Geburtstag eine kalbslederne Brieftasche geschenkt von einer Freundin, die... So ein Geschenk würde ich nie annehmen. Sie haben einen kleinen Sohn. Er zeigt Ihnen stolz seine Schmetterlingssammlung und das Glas, in dem er sie tötet. Ich würde mit dem Kind zum Arzt gehen. In einem Magazin stoßen Sie auf ein ganzseitiges Farbbild eines nackten Mädchens. Wollen Sie testen, ob ich ein Androide oder lesbisch bin? Das Mädchen liegt bäuchlings auf einem Bärenfell. Ihrem Mann gefällt das Bild. Er hängt es in seinem Arbeitszimmer auf. Das würde ich ihm auf keinen Fall erlauben. Sie besichtigen eine Berghütte, ein gemütliches Blockhaus, rustikale Möbel. Über dem Kamin hängt der Kopf eines Zwölfenders. Ihr Freund möchte die Hütte für ein gemeinsames Wochenende mieten. Mit einem Hirschkopf? Nein, danke. Ein Mann, den Sie attraktiv finden, hat Sie in seine Wohnung eingeladen. Er bietet Ihnen einen Drink an, Sie werfen einen Blick in sein Schlafzimmer, wo Stierkampfplakate über dem Bett hängen. Plötzlich drängt Sie der Mann zum Bett. Was ist ein Stierkampf? Das wissen Sie nicht? Ich habe noch nie davon gehört. Wie alt sind Sie? 19. Das könnte eine Erklärung sein. Aber das Ergebnis ist trotzdem eindeutig, Mr. Rosen. Die typischen verzögerten Reaktionen, das Bärenfell wurde überhaupt nicht registriert, weil der Verstand sich auf andere Dinge konzentrierte. Sie ist ein Androide. Ach, wirklich? Tut mir leid, Mr. Deckard. Das ist sie nicht. Unmöglich. Finden Sie sich damit ab, dass Ihr Testverfahren bei meiner Nichte versagt hat. Rachel wurde an Bord eines Forschungsschiffes geboren. 14 Jahre lang kannte sie das Leben auf der Erde nur von ein paar Aufzeichnungen und aus den Erzählungen der neuen erwachsenen Besatzungsmitglieder. Verstehen Sie, diese Sozialisationsbedingungen bewirken es, dass das Testergebnis ähnlich wie bei einem Androiden ausfällt. Ich gratuliere Ihnen, Mr. Rosen. Das haben Sie perfekt arrangiert. Wenn der Test ein einziges Mal versagt hat, ist es sinnlos weiterzumachen. Und es ist auch nicht mehr gerechtfertigt, auf der Grundlage dieses Tests Jagd auf unsere Produkte zu machen, um sie zu zerstören. Tut mir leid für Sie, Mr. Deckard. Wir wissen, dass Sie das persönlich trifft, wegen der Prämie. Ich werde damit leben können. Da. Das war doch... Eine Eule. Es ist 20 Jahre her, dass ich eine gesehen habe. Ich hatte schon vergessen, wie schön sie sind. Und sie sind so teuer, dass sie sich das niemals leisten können. Miss Rosen, könnten Sie mir noch eine letzte Testfrage beantworten? Onkel Rosen, muss ja, ich wirklich... Ja, tu ihm den Gefallen, Kind. Hier, die Kontaktscheibe. Meine Tasche. Oh, schieben Sie sie einfach beiseite. Die war auch sehr teuer übrigens. Echte menschliche Babyhaut. Also, fangen wir an. Danke, Miss Rosen, das wäre alles. Wollen Sie diese Verzögerung auch mit besonderen Sozialisationsbedingungen erklären, Mr. Rosen? Kompliment, Mr. Deckard. Onkel Rosen, was bedeutet das? Ich verstehe nicht... Du brauchst keine Angst zu haben, Rachel. Heißt das, sie weiß es nicht? Onkel Rosen! Wir haben sie für diesen Test mit einem synthetischen Erinnerungsvermögen ausgestattet. Dieser Mann will mich töten! Du bist Eigentum des Rosenkonzerns. Niemand darf dir etwas tun. Sie stehen nicht auf meiner Liste, Miss Rosen. Aber niemand wird mich jetzt daran hindern, meine Aufträge zu erledigen. Hallo! Ich bin John Isidore. Ich wohne seit 2 Jahren hier, in der Wohnung unter Ihnen. Machen Sie auf, bitte. Ich will nur guten Tag sagen. Hallo. Mein Gott, Sie sehen ja ganz krank aus. Ich habe Sie erschreckt. Sie dachten, das Haus ist verlassen. Ja, das dachte ich. Aber es ist doch schön, Nachbarn zu haben. Ich freue mich jedenfalls. Ich helfe Ihnen gern beim Auspacken. Wir könnten Möbel aus den anderen Wohnungen holen. Und irgendwo muss noch ein Gerät sein. Danke. Ich habe nichts mitgebracht. Und ich brauche nichts. Aber Sie müssen doch ein Gerät haben. Für Ihr persönliches Einswerdungsprogramm nach den Lehren von Mercer. Man muss sich regelmäßig anschließen,
für den Kontakt zu den Menschen, zum Leben. Also für mich, nachdem die meisten Leute nicht so gerne reden mit meinesgleichen, ist das... Ach, das heißt, Sie sind ein B-Typ, John Isidore. Das stimmt so nicht ganz. Ich habe das Ergebnis nur knapp verfehlt. Der Mann war nett. Er sagte, es liegt vielleicht nicht mal an mir, sondern an den Fragen. Aber irgendwo muss die Grenze sein zwischen den einen und den anderen. Jetzt gehöre ich zu den anderen. Den anderen? Naja, ich dachte, vielleicht mache ich mal ein Essen für uns zum Kennenlernen, aber ich will Sie nicht weiter belästigen. Warten Sie! Ja? Machen Sie ein Essen für uns. Ich heiße Pris. Nexus 5, männlich, Dienstleistungsmodell, Tötung von 3 Mars-Kolonisten, besondere intellektuelle Anpassungsfähigkeit, letzte bekannte Identität, John Hasking, Gesprächstherapeut. Und der Test hat wirklich zweifelsfrei funktioniert? Arbeitsmodell, absolut. Tötung von 4 Mars-Kolonisten und 2 Flughafenkontrolleure. Wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Letzte bekannte Identität, Roy Beatty. Es sind noch 5. 3 männliche Nexus und 2 weibliche weiblich. Unterhaltungsmodell. Alle haben wahrscheinlich verschiedene Namen und eines Wachmanns der Bank der föderierten Staaten. Halt, halt, halt. Wer ist das? Lena Luft. Die Lena Luft? Die Opernsängerin? Ja. Angeblich aus Deutschland. Die einzige, deren Aufenthaltsort wir kennen. Und Polokov? Dave ist immer noch bewusstlos. Wir konnten ihn nicht fragen. Wir wissen nur, er war Polokov auf der Spur. Er sagte, er hätte einen Verdacht... Aber der schien ihm dermaßen abwegig. Vielleicht hat er Sie in Verdacht, Inspektor. Entschuldigung. Noch etwas. Ein Kollege von der russischen Polizei wird Sie begleiten. Sein Name ist Chandor Kadalji. Warten Sie auf ihn im Wagen. Früher war die Arbeit leichter. Nicht nur, weil die Androiden weniger schlau und flexibel waren. Die Abgrenzung wird immer mehr zum Problem. Nach Mercer ist es einfach, nur Menschen empfinden dieses Mitgefühl füreinander. Und wir können nicht nur Freuden und Leiden teilen, wir müssen es. Wir sichern uns dadurch eine höhere Überlebenschance. Wir können nicht auswandern, weil wir kein Geld haben. Ist doch echt blöd, oder? Wozu gibt's denn die Superbank? Die Superbank arbeitet für euch euren ganz persönlichen Finanzierungsplan aus. Und dann... Hier spricht Rachel Rosen. Störe ich Sie im Augenblick? Nein, nein. Reden Sie nur. Wir hatten in der Firma eine Lagebesprechung und wir kamen zu dem Ergebnis, dass wir Ihnen jede Hilfe geben sollten, die untergetauchten Nexus 5 zu finden. Wir bieten Ihnen an, dass ich Sie bei Ihren Aufträgen begleite. Habe ich recht verstanden? Sie als... Ausgerechnet Sie wollen mir helfen, andere zu erledigen? Es geht hier nicht um meine Person. Ich gehöre zum Rosen-Konzern und wir möchten nicht an einer Verunsicherung oder Bedrohung der Allgemeinheit schuld sein. Halten Sie mich für unfähig, meine Arbeit zu tun? Sie verkennen die Lage. Sie wissen nicht, wozu Androiden vom Typ Nexus 5 fähig sind. Ja, einen Augenblick. Hallo, Mr. Deckard, hallo. Miss Rosen, ich danke Ihnen für das Angebot. Ich werde darüber nachdenken. Hallo, Chandor Kadali, mein Name. Der Kollege Ost. Steigen Sie ein. Na, dann lassen Sie uns beginnen mit der Jagd. Ich bin sehr neugierig, von Ihnen zu lernen. Sie haben Ihre Waffe schon in der Hand? Gut, nicht wahr? Hawks sind ziemliches Lasergerät mit viel extra Funktion. Das Gerät ist mir bekannt. Es gibt ja nur ein Problem. Und das wäre? Sie sind nicht Kadali. Sie sind Polokov. Sie sind sehr schlau. Und Sie sind gleich tot. Was soll das? Wieso geht diese verdammte Laser nicht? Irene? Oh, hallo Rick. Irene, stell dir vor, eben hat mir das Radio das Leben gerettet. Dieser Nexus 5 hatte eine Laserwaffe, ein Modell, das wir hier ausgemustert haben, weil es schon durch starke Schallwellen gestört werden kann. Ich habe ihn erwischt, ich habe sein Denkzentrum getroffen. Die Überreste sind im ganzen Wagen verteilt. Es ist hoffnungslos, Rick. Unsere Ehe ist verpfuscht. Ich bin am Tiefpunkt. Du hast mir überhaupt nicht zugehört. Ich habe als Tagesstimmung eine Depression gewählt. Stärke 7. Ich wünsche dir viel Glück. Irene! Oh, verdammt. Sie hat sich nie für meine Arbeit interessiert. Für mich auch nicht. Die meisten Androiden, die mir begegnet sind, hatten mehr Vitalität als meine eigene Frau.
Ich könnte Rachel Rosen anrufen. Nein, später vielleicht. Ich habe die erste Prämie verdient und es wird nicht die letzte für heute gewesen sein. Nächste Station, das Opernhaus. Eine wunderbare Musik. Eine Stimme, die, ja, anrührt. Aber je menschenähnlicher sie werden, desto gefährlicher. Die Grenzen verwischen sich in unzulässiger Weise. Und umso bedeutsamer wird meine Arbeit. Also Nummer 2. Lena Luft. Was für ein Test? Zur Ermittlung von Gefühlsreaktionen nach den Lehren des Mercerismus zum Schutz des biologischen Lebens. Die herrschende Staatsreligion, ich weiß. Aber Gefühlstest? So etwas wird bei der Suche nach Androiden. Das ist lächerlich. Ich bin eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Umso wichtiger, dass Sie, die große Sängerin, ein gutes Beispiel geben und mit der Polizei kooperieren. Ich lasse mich testen. Wenn Sie sich vorher testen lassen. Ich? Sie machen auf mich einen befremdlichen Eindruck. Kalt. Und irgendwie sonderbar. Mrs. Luft, können wir anfangen? Sie sehen einen alten Film, ein Bankett. Der erste Gang besteht aus gekochtem Hund, gefüllt mit Reis. Verzeihung, sagten Sie Hund? Ja, Hund. Was für ein Unsinn. Der Hund, der treue Freund des Menschen. Nie würde man ihn essen. Sie besichtigen eine Berghütte, ein gemütliches Blockhaus. Über dem Kamin hängt ein Zwölfender. Ihr Freund hat... Was ist bitte ein Zwölfender? Das Wort kenne ich nicht. Ich habe Probleme mit Ihrer Sprache. Den Eindruck habe ich nicht, aber... Weiter. Ein Mann, den Sie attraktiv finden, hat Sie in seine Wohnung eingeladen. Ich würde nicht hingehen. Man soll es den Männern nicht so leicht machen. Aber darum geht es doch gar nicht. Ja, worum geht es denn dann? Ah, die dumme Klebescheibe. Einen Moment. Hier ist sie. Ah, was für eine hässliche große Waffe in einer so schönen Hand. Sie sind nicht der erste Verrückte, der in meine Garderobe eindringt. Diese Fragen da. Rühren Sie sich nicht. In einem Magazin stoßen Sie auf das Foto eines nackten Mädchens. Sie sind kein Polizist, sondern ein Sittlichkeitsverbrecher. Ich werde jetzt die Polizei rufen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Inspektor Garland, hier ist Lena Luft. Jemand oder etwas hat sich ins Opernhaus eingeschlichen. Man hat mir obszöne Fragen gestellt und mich bedroht. Bitte helfen Sie mir. Es gibt noch nicht viele Aufnahmen mit Lena Luft, aber ich besitze sie alle. Fantastische Gesangstechnik. Und eine ausgesprochen attraktive Frau, wenn man blond mag. Es war mir ein persönliches Vergnügen, ihr zu helfen. Auffallend, dass Sie so schnell und zu zweit gekommen sind. Phil Rash, der Mann in Zivil, sieht eher wie ein Büroangestellter aus. Pflichtbewusst, aber freundlich. Trotzdem, irgendwas stimmt nicht. Sie fliegen in die falsche Richtung. Das Präsidium ist in der Lombard Street. Besondere Fälle werden in der Mission Street bearbeitet. Warum weiß ich das nicht? Sie scheinen einiges nicht zu wissen, Mr. Deckard. Ich möchte sofort mit Inspektor Bryan sprechen. Inspektor Garland wird sich darum kümmern. Wir haben uns mit den Kollegen in der Lombard Street in Verbindung gesetzt. Bedauerlicherweise kennt man dort weder Sie noch einen Inspektor Bryant. Das macht uns Sorgen. Nicht nur Ihnen. Mr. Deckard, sind Sie ein Androide? Die Frage meines Mitarbeiters war durchaus ernst gemeint. Es ist in letzter Zeit mehrfach vorgekommen, dass entsprungene Androiden hier auftauchten und sich als auswärtige Prämienjäger ausgaben. Sie können mich ja testen. Mit meinem eigenen Apparat hier. Lassen Sie die Tasche zu. Schieben Sie sie zu mir herüber. Was Sie mit diesem Spiel bezwecken, ist mir noch nicht klar. Ich zweifle, ob ich diesen Raum wieder lebend verlassen werde. Wo habe ich das gut geschnittene, dunkle Gesicht von Inspektor Garland schon gesehen? Ich habe noch nie etwas von einem Void-Test gehört. Das neueste Verfahren, um Nexus 5 zu erkennen. Das ist ja interessant. Ich führe es Ihnen gern vor. Ich meine Ihre Aufträge. Polokov, Lena Luft und vor allem der hier, Hesking. Sehen Sie sich das an, Phil. Das sind ja Sie, Inspektor. Ein merkwürdiges Gefühl, sich plötzlich auf der Abschussliste eines Prämienjägers zu finden. Oder was immer Sie sein mögen, Mr. Deckard.
Eine Liste, auf der die Namen menschlicher Wesen stehen. Die Leiche eines Kollegen von der russischen Polizei. Die Knochenmarkanalyse muss jeden Moment abgeschlossen sein. Was sagen Sie? Ich habe sofort das Labor beauftragt. Das war doch in Ihrem Sinn, Inspektor. Sonst kann er weiterhin behaupten, er hätte nur einen Androiden erledigt. Ja, natürlich. Tja, Mr. Deckard. Inspektor Garland, der Laborbericht für den russischen Polizisten liegt vor. Lassen Sie hören. Der Knochenmarktest beweist, dass es sich um eine künstliche Lebensform handelt. Falls Sie einen detaillierten Bericht haben wollen... Danke, Mrs. French, das genügt. Ihr Void-Test, Mr. Deckard, ist vielleicht der neueste, aber nicht der einzige, um Nexus 5 zu enttarnen. Der neurologische Bogenreflextest nach Bonelli, mit dem wir arbeiten, gilt als zuverlässig. Sie können mich gern testen. Aber ich möchte Sie beide dann ebenfalls testen. Warum nicht? Ich predige schon seit Jahren, dass alle Leute im Polizeidienst regelmäßig überprüft werden sollen. Stimmt's, Inspektor? Und ich war dagegen, weil es die Arbeitsmoral untergraben hätte. Gehen Sie, holen Sie den Apparat. Tja, Mr. Deckard. Nicht schon wieder. Das ist heute das dritte Mal, dass mir jemand eine Laserwaffe vor die Nase hält. Scheint hier schwarzer Tag zu sein. Wollen Sie mich erschießen? Hier, in Ihrem Büro? Sie haben mich bedroht. Es war Notwehr. Das hilft Ihnen auch nicht mehr. Phil Rash wird auch meine Leiche untersuchen lassen. Und er wird erst recht darauf bestehen, dass an Ihnen dieser Bonelli-Test vorgenommen wird. Und zuerst an ihm selbst. Das Ergebnis wird ihm gar nicht gefallen. Heißt das, er ist auch ein Androide und er weiß es nicht? Er hat nicht die leiseste Ahnung. Er hat ein synthetisches Erinnerungsvermögen bekommen. Was wird er tun, wenn er es erfährt? Schwer zu sagen. Er hasst Androiden. Er jagt sie nicht wie Sie gegen Geld, sondern aus Überzeugung. Wissen Sie, wo ich mich verkalkuliert habe? Ich wusste nichts von Polokov. Er muss mit einem früheren Schiff gekommen sein. Er gehörte nicht zu unserer Gruppe. Polokov war auch beinahe mein Ende. Der Nexus 5 ist wirklich ein besonders hochentwickeltes Modell. Dieser wahnsinnige Mut, sich ausgerechnet im russischen Polizeiapparat einzunisten. Eine aussichtsreiche Überlebensstrategie. Wo versteckt der Weise ein Blatt? Im Wald. Deswegen beschäftigen Sie sogar einen Androiden, der seinesgleichen ausrottet, weil... Weil mich das über jeden Verdacht erhaben macht, richtig. Ihr Androiden tretet nicht unbedingt füreinander ein, wenn's hart auf hart geht. Dafür sind wir nicht programmiert. Mitgefühl füreinander war nicht vorgesehen. Es wäre auch nicht logisch. Nicht logisch? Wieso? Meinesgleichen kann sich nicht selbst reproduzieren. Wie sollten wir uns als Spezies begreifen? Ja, vielleicht ist das der eigentliche Unterschied. Eine hochinteressante Frage, nicht wahr? Leider muss sie warten. Ich höre, wie sich unser Phil nähert, um uns alle mit seinem Übereifer zu ruinieren. Sind Sie in Ordnung? Ja, ja, danke. Sie haben ihn erledigt. Es erledigt. Es ist ein Ding. Mehr nicht. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass es Sie nicht umgebracht hat, während ich weg war. Wie konnten Sie wissen, dass er, dass es auf Sie schießen würde, als Sie die Tür aufmachten? Man entwickelt so etwas wie einen sechsten Sinn, wenn man öfter damit zu tun hat. Aber bei Lena Luft hat Ihr sechster Sinn wohl versagt. Es ist noch nicht zu spät. Kommen Sie. Geduld, Mr. Rash. In meinen Unterlagen steht, dass sie in den Probenpausen gerne in diese Kunsthalle geht. Wieso sieht sich ein Androide Gemälde an? Weil er denkt, es wirkt menschlich. Ich persönlich mache mir nicht viel aus bildender Kunst. Ich bin mehr der musikalische Typ. Sie werden es nicht glauben, aber ich war ein vielversprechendes Klaviertalent. Ich werde es ihm sagen müssen. Chopin kann ich heute machen. Aber erst nachdem wir das hier gemeinsam erledigt haben. Danke für Ihre Hilfe, Phil Rash. Da haben Sie Ihre Belohnung. Sie sind das, was wir beide so verabscheuen. Und deswegen muss ich Sie jetzt auch eliminieren. Stimmt etwas nicht, Mr. Deckard? Nein, nein. Alles in Ordnung. Sie verschweigen mir etwas. Garland. Was hat er gesagt über mich? Dass Sie auch ein anderer sind. Mit einem synthetischen Erinnerungsvermögen.
Sie scheinen gar nicht überrascht. Ich hatte auch schon daran gedacht. Aber aufgrund welcher... Es ist wegen... Es ist schwer zu erklären. Ich will Gewissheit über mich haben. Sie werden mich testen. Und wenn es wahr ist, werde ich mich umbringen. Psst. Da drüben ist sie. Kommen Sie. Brücke über dem Abgrund. Ein schönes Bild. Soll ich es Ihnen kaufen? Es ist unverkäuflich. Sie? Mr. Rash, Sie haben ihn noch nicht wieder laufen lassen. Ganz ruhig, gnädige Frau. Wir gehen jetzt gemeinsam zu meinem Wagen. Wir möchten nur einen Test durchführen. Aber diesmal bis zum Ende. Ja. Ja, natürlich. Kaufen Sie mir das Bild. Als Postkarte. Da drüben gibt es welche. Ich weiß, dass es nur im Katalog abgebildet ist. Ich kaufe Ihnen den Katalog. Er kostet $25 und sie wird keine Zeit haben, ihn anzusehen. Mr. Rash, Sie reagieren wie ein... Passen Sie auf, was Sie sagen. Hier, bitteschön. Sie haben ihn tatsächlich für mich gekauft. War das ein Test? Menschen tun manchmal erstaunliche und anrührende Dinge. Danke. Es erscheint mir weniger deprimierend, von einer nicht gänzlich minderwertigen Lebensform vernichtet zu werden. Wenn das ein Scherz war, kann ich nicht darüber lachen. Wir sind keine Mörder. Wir tun nur, was getan werden muss. Nicht über die Treppe, Deckard. Sie wird sich losreißen und unter die Menschen mischen. Hier, in den Aufzug. Warum bringen Sie mich nicht gleich um? In Aufzügen geht bei einem Laserschuss oft die Alarmanlage los. Sind Sie sicher, dass Sie kein Androide sind? Rash, sind Sie verrückt? Sie hatte recht. Warum nicht gleich? Jetzt suchen wir uns eine stille Ecke und bringen es hinter uns. Ich wünsche mir wirklich, Sie wären ein Androide. Ich habe Ihnen das Leben gerettet. Warum hassen Sie mich? Ich hasse Sie nicht. Ich habe nur ein Problem mit Ihnen. Hier. Nehmen Sie meine Waffe. Nun nehmen Sie schon. Ich weiß nicht, wie ich reagieren werde, wenn sich herausstellen sollte, dass... Erschießen Sie mich, dann bekommen Sie noch eine Prämie. Die Art, wie Sie töten. Das ist es. Sie suchen nur einen Vorwand, um es zu tun. Vielleicht macht es Ihnen sogar Spaß. Aber wäre das nicht zutiefst menschlich? Es hat etwas gedauert, bis ich die Lebensmittel auftreiben konnte. Aber sehen Sie, Pris, das ist echter Wein. Bei mir sind diese Sachen Verschwendung, John Isidore. Wieso? Sie sind traurig und es wird Sie aufheitern. Ich fange jetzt mit dem Kochen an. Was ist das? Dieses weiße Zeug? Soja, Fleischersatz. Kein Vergleich zu einem echten Braten früher. Ach. Jetzt habe ich was Dummes gesagt. Ich sehe es Ihnen an. Glauben Sie mir, ich liebe Tiere wirklich. Aber wenn ich für mein Mädchen was ganz Besonderes... Es ist gut, John Isidore. Bei einem Void-Test wären Sie jetzt schon tot, weil man Sie für einen Androiden hielte. Knapp, aber eindeutig. Sie sind ein Mensch. Ich hoffe, das enttäuscht Sie nicht allzu sehr. Kann ich meine Waffe wiederhaben? Natürlich. Danke. Ewig schade um diese Stimme. Können wir es uns wirklich leisten, etwas so Wunderbares zu zerstören? Das Ding hat bei der Flucht seine Besitzerin erschossen. Eine hohlköpfige Neureiche, die den Wert ihrer Dienerin überhaupt nicht würdigen konnte. Sie denken, Sie haben ein philosophisches Problem, Deckard. Aber es ist viel einfacher. Es geht um Sex. Sex? Sie müssen sich selbst gegenüber ehrlich sein. Die sind attraktiv. Und Sie würden gerne mit einem weiblichen Androiden ins Bett gehen. Mir ist das auch schon mal passiert. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Sie müssen nur die Reihenfolge beachten. Zuerst mit ihr ins Bett. Und sie dann... töten. Auf Ihr Wohl, Pris. Ich danke Ihnen für alles. Gehen Sie jetzt bitte, John Isidore. Sie sind immer noch traurig.
Ich weiß, was mit Ihnen los ist. Wirklich? Sie haben keine Freunde. Freunde, die so sind wie Sie. Ich hatte solche Freunde. Aber vielleicht bin ich als einzige von allen noch übrig geblieben. Was ist denn passiert mit Ihren Freunden? Ermordet. Was? Es gibt Menschen, die jagen andere gegen Geld. Prämienjäger. Aber das ist unmöglich. Selbst wenn Sie, sagen wir, irgendwas angestellt hätten. Alles Leben ist heilig. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie leidet an Verfolgungswahn, hat eine Psychose, einen Strahlenschaden. Das denken Sie doch. Was soll ich sagen? Sie sind vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber Sie sind verdammt scharfsinnig. Passen Sie auf. Ich besorge mir eine Waffe, damit ich Sie beschützen kann, okay? Sie sind wirklich ungewöhnlich, John Isidore. Still, die Musik aus. Haben Sie Ihre Tür abgeschlossen? Ja, natürlich. Chris, bist du da drin? Ich bin's, Roy. Das ist seine Stimme. Roy! Mach auf! Roy! Aber wieso bist du alleine? Wo sind die anderen? Tot. Auch Lena? Und Hesking? Ja. Ein neuer Prämienjäger, Rick Deckard. Aber er weiß nicht, wo wir uns aufhalten. Ich habe leider recht behalten. Die Strategie der anderen war nicht erfolgreich. Das heißt, wir werden die Konfrontation nicht suchen. Komm, Roy, setz dich. Du musst sehr erschöpft sein. Ich sag dann gute Nacht, Pris. Jetzt haben Sie ja einen Freund, der so ist wie Sie. Dieser Mensch, ist er wirklich harmlos? Ja, nur ein B-Typ. Er verehrt mich. Haben wir schon den Laborbericht von der Leiche des Kollegen? Ist gerade gekommen. Lassen Sie hören. Der Knochenmarktest beweist, dass es sich bei Rick Deckard um eine künstliche Lebensform handelte. Hallo? Bryant hier. Deckard, was ist los? Ich habe einen Moment geschlafen im Wagen. Ich habe heute drei andere erledigt. Großartig. Dann würde es Sie freuen, dass Sie jetzt den Aufenthaltsort der beiden letzten Nexus 5 auf Ihrer Liste kennen. Wohngebäude 3967C. Mhm. Ein Mann und eine Frau. Also, kümmern Sie sich darum. Ja. Inspektor, noch eine Frage. Wenn jemand Sympathie für einen Androiden spürt, kann er selbst kein Androide sein, denn die haben solche Empfindungen nicht. Das ist bekannt. Ja, aber was ist dieser jemand dann? Sicher kein guter Prämienjäger. Mr. Deckard, haben Sie ein Problem? Nein, Inspektor. Zumindest kein philosophisches. Ich bin schon auf dem Weg. Rachel Rosen? Rick Deckard, guten Abend. Oh, Mr. Deckard. Sie haben also eingesehen, dass Sie mich brauchen. Können Sie kommen? Sofort. Es ist schon spät heute. Bitte. Ich weiß nicht. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie kommen, könnten Sie mich bereden, die beiden letzten Nexus 5 zu verschonen. Ich komme in einer Stunde. Wo sind Sie jetzt? Ich nehme ein Zimmer im St. Francis Hotel. Ich warte dort auf Sie. Helfen! Sie mir! Ja, Sie bauen doch da irgendwas, weil Sie sich und Pris vor dem Jäger schützen wollen. Ja, ein Warnsystem, das auf die Annäherung eines menschlichen Wesens reagiert. So, es ist fertig. Ja, Sie könnten es testen. Mhm. Ich schalte ein. Jetzt? Dann kommen Sie näher. Es funktioniert. Ausgezeichnet. Jetzt kann er uns nicht mehr überraschen. Du warst schon immer der Geschickteste von uns, Roy. Hallo, Isidore. Roy? Ist die Anlage jetzt eingeschaltet? Natürlich. Aber Pris ist gerade durchgegangen, ohne dass... Sie ist kein menschliches Wesen. Roy, das tut mir leid. Sie beide sind Androiden. Jetzt verstehe ich alles. Dann muss ich ihn jetzt... Nein, warte! John Isidore, Sie wissen, dass Sie viel Geld bekommen könnten, wenn Sie uns anzeigen. Was habe ich davon? Ich habe lieber Nachbarn. Es muss ja schon sehr schlecht gegangen sein auf dem Mars, dass ihr es riskiert habt, hierher zu kommen. Ja, auf die Erde, wo wir nicht einmal als Tiere betrachtet werden. Hier gilt auch jeder Wurm, jede Blattlaus mehr als wir alle zusammen. Ach, die Menschen sind auch zu mir nicht besonders nett gewesen. Von mir habt ihr nichts zu befürchten. Du siehst, Roy,
Es besteht keine Notwendigkeit, John Isidore zu töten. Träumen Androiden eigentlich? Anscheinend schon. Sonst würden sie nicht gelegentlich ihre Arbeitgeber töten, zur Erde fliehen und ein besseres Leben, ein Leben in Freiheit suchen. Aber ich träume auch. Und der eine Traum schließt den anderen aus. Biocenter, das Tier für jeden. Was kann ich für Sie tun? Guten Abend, Deckard hier. Was kostet bitte eine Eule? Eine Eule? Ja, eine Schleiereule zum Beispiel. Eulen sind ausgestorben, schon seit Jahren. Und wenn Sie irgendwo eine sehen, ist es garantiert eine elektrische Eule. Ah ja. Ja, danke. Gern geschehen. Hallo? Mr. Deckard. Ja? Miss Rosen ist für Sie an der Rezeption. Sagen Sie ihr, sie soll heraufkommen. Und sagen Sie bitte dem Zimmerservice eine Flasche Champagner, guten, und zwei Gläser. Das hätte man mir vorher sagen sollen. Was denn? Haben Sie diesen Auftrag genau angesehen? Ja, mein Gott, Rachel, was ist denn los? Ich hätte nicht gedacht, dass jemand wie Sie sich so aufregen kann. Diese Pris, schauen Sie sich das Bild an. Das bin ich. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit, aber... Sie trägt eine blonde Perücke und Kontaktlinsen. Aber sie ist derselbe Grundtyp wie ich. Empfinden Sie sowas wie Mitleid für Sie? Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht identifiziere ich mich mit ihr. Nennt man das Empathie? Ja, aber das ist nicht möglich. Nein, ich werde Ihnen nicht helfen. Ich bin müde von dem Zeug, das Sie mir zu trinken gegeben haben. Ich werde mich in Ihr Bett legen und schlafen. Rachel. Ich weiß nicht warum, aber ich spüre, ohne Sie schaffe ich es nicht. Das ist mir gleichgültig. Lassen Sie meine Hand los. Ich helfe Ihnen nicht. Rachel, bitte. Oder... Rick? Möchtest du mit mir schlafen? Hast du schon mal einen Androiden geliebt? Nein. Es soll täuschend echt sein, wenn man nicht viel darüber nachdenkt. Komm. Komm, zieh dich aus. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Es geht nicht. Aber du findest mich doch attraktiv. Es ist wegen Pris. Wenn sie wirklich so ist wie du, dann... Aber ich muss sie töten. Verstehst du? Nein. Warte. Was machst du da? Willst du mich mit Musik in Stimmung bringen? Ich habe gehört, das hilft manchmal. Oh nein, das ist ihre Stimme. Das ist Lena Luft. War sie nicht wundervoll? Rachel. Komm. Ich hab sie. Komm, komm jetzt. John Isidore! Mach das nie wieder, Spatzen hören, sonst erschieße ich dich aus Versehen. Tut mir leid, aber ihr müsst sie einfach sehen. Da, seht doch! Was ist das? Ich wollte gerade los zur Nachtschicht, da habe ich sie gefunden. Sie ist völlig erschöpft und ausgehungert, aber sie lebt! Eine Eule, ein lebendiges Tier! Gib sie mir! Vorsichtig, sie hat Angst. Mir, ausgerechnet mir, ist eine richtige Eule zugeflogen. Mach das Fenster auf, Roy. Nein! Was tust du? Warum lässt du sie fliegen? Man soll nie etwas einsperren, das lieber in Freiheit lebt. Aber sie wird sterben. Draußen findet sie keine Nahrung. Sie wird so oder so sterben. Ich hätte für sie gesorgt. Womit willst du sie denn füttern? Mit einer lebendigen Maus? Einem Singvogel? Vielleicht wollte er sich täglich selbst ein Stück Fleisch herausschneiden. Ihr seid wirklich anders. Das kommt, weil ihr keine Einswerdung mit Mercer empfinden könnt. Mercer? Eine Figur, die ein Werbepsychologe kreiert hat. Dieser gemeinsame Aufstieg alles Lebendigen. Ein im Auftrag der Regierung hergestelltes Computerspiel. Der Mercerismus ist ein Betrug, John Isidore. Ihr lügt. Auch die A-Typen. Die klugen Leute schließen sich an. Das Einswerdungsprogramm gibt ihnen ein gutes Gefühl. Und sie müssen sich nicht wirklich mit euch B-Typen abgeben. Ich habe euch geholfen. Warum seid ihr grausam zu mir? Grausam? Es geht nur um Fakten. Ich besaß eine Videodokumentation über den ganzen Schwindel.
Ich musste sie auf der Flucht zurücklassen, aber sogar einer wie du müsste doch verstehen. Lass ihn, Roy. Menschen wollen manchmal nicht verstehen. Wir sollten ihn nicht noch mehr verärgern in unserer Lage. Du willst also wirklich noch dorthin? Du siehst traurig aus. Ich bin am Ende. Ich kann nicht länger Androiden jagen. Nicht nach dem heutigen Abend. Sei nicht traurig. Das war bei allen so. Kein Prämienjäger hat jemals weitergemacht, wenn er mit mir zusammen war. Bis auf einen. Phil Rash, aber der ist verrückt. So ist das also. Weißt du, warum die Firma nicht möchte, dass ihr die Nexus 5 zerstört? Man will sie untersuchen, um genau festzustellen, was sie noch von den Menschen unterscheidet. Dann werden wir die DNS-Faktoren abändern. So entsteht der neue Nexus 6. Und den wird kein Test mehr entdecken. Warum hältst du an? Es ist eine altmodische Reaktion. Wie bitte? Ich werde dich jetzt erschießen. Das ist strafbar. Ich bin rechtmäßiges Eigentum der Firma Rose. Lass die Finger von deiner Handtasche. Bleib sitzen. Au! Nicht in die Schläfe, bitte. In den Hinterhauptknochen. Direkt am Genickansatz. Das ist das wirkungsvollste und sauberste. Ich kann nicht tun, was Phil Rash mir geraten hat. Wenn es schon sein muss, tu es gleich. Lass mich nicht warten. Nein. Ich werde dich nicht töten. Ich bring dich zum Hotel, dann kannst du zurückfliegen. Danke. Es ist wirklich immer das Gleiche. Ihr bringt es nicht fertig, mich zu töten. Gib es auf, Rick. Geh nach Hause und ruh dich aus. Und lass uns in Frieden. Dann lege deine Hände auf die Kontakte und drücke sie jetzt. Mercer! Wilbur Mercer, antworte mir! Frage mich, John Isidore. Ist es wahr, dass du nur eine Figur bist, die sich ein Werbepsychologe ausgedacht hat? Aber selbstverständlich. Und die Einswerdung? Nur ein Computerspiel? Was hattest du denn geglaubt? Also, bist du eine Lüge? Was wäre denn eine Wahrheit? Du redest mit meiner Stimme. Du siehst aus wie ich. Natürlich. Ich bin du. Das ist mir zu kompliziert. Du wirst immer das Falsche tun müssen, also tu es. Ich bin verwirrt. Geh jetzt zurück. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich spüre Angst. Ich spüre Angst. Die Todesangst der anderen vor dem Jäger. Halt! Bleiben Sie stehen! Was tun Sie hier? Ich suche meine Eule. Sie sind ein Mensch. Ich bin Rick Deckard von der Polizei. Ich weiß, was Sie sind. Auch wenn Sie nicht aussehen wie ein Mörder. Sie wollen mir auch nicht helfen. Nein, gehen Sie! Sie tun das Falsche. Rachel, was tust du denn hier? Wieso bist du nicht nach Hause geflogen? Das kann ich dir erklären. Ich bin froh, dass du da bist, Liebster. Ich habe über alles nachgedacht. Man entwickelt so etwas wie einen sechsten Sinn, wenn man es öfter tut. Pris hatte eine winzige Laserwaffe in der Hand verborgen. Nur noch einen Schritt und dieses Ebenbild von Rachel Rosen hätte mich getötet. Und jetzt kommen wir zum letzten Highlight unseres Nachtprogramms. Auf vielfachen Wunsch unseres Publikums. Vielleicht haben ja auch ein paar andere mitgewünscht. Kleiner Scherz zu später Stunde. Also, wieder einmal den unverwüstlichen Kinoklassiker Metropolis von Fritz. John Isidore! Was wollen Sie mit dem Spaten? Irgendjemand muss Sie beerdigen. Das ist nicht nötig. Die Polizei kommt gleich. Wir brauchen die Überreste als Beweismaterial. Sie haben sie ermordet. Ich war nur schneller als Pris. Roy hatte keine Waffe. Laut Mercer ist es unser Schicksal, das Falsche tun zu müssen.
Das haben doch Sie zu mir gesagt. Ich kann mich nicht erinnern. Was werden Sie jetzt machen? Ich werde wegziehen. Irgendwohin, wo mehr Leute sind. Ich glaube, in meinem Haus ist noch eine Wohnung frei. Ich möchte aber nicht in Ihrer Nähe wohnen. Das mit der Eule. Wissen Sie nicht, dass Eulen ausgestorben sind? Ich werde sie wiederfinden. Und jetzt, Nachtlichter und Frühaufsteher, willkommen auf Kanal 1 bei unserer Show vor Sonnenaufgang mit viel Musik zwischen Traum und Tag und vielen interessanten Studiogästen. Heute zum Beispiel Alvin Rosen, ja, der vom Rosen-Konzern. Und er wird uns etwas über die neuen, noch perfekteren Diener der Menschen verraten. Aber mit dem größten Vergnügen. Unser Ziel ist es, unsere Kunden zufriedenzustellen. Oh nein, nicht mehr, nicht mehr. Rick? Ach, du bist noch wach? Das Beste an einer Depression ist diese unglaubliche Dankbarkeit, wenn es vorbei ist. Ich möchte heute den Sonnenaufgang erleben. Auf dem Gipfel eines Berges wäre es natürlich eindrucksvoller. Oh mein Gott. Du siehst ja furchtbar müde aus. Ich habe 5 Prämien verdient. An einem einzigen Tag. Das ist fantastisch. Und ich habe nachgedacht. Wir sparen dieses Geld nicht für die Auswanderung. Du wirst dir endlich deinen Traum erfüllen und ein Schaf kaufen. Ein lebendiges Schaf. Oh, mein armer Junge. Ich programmiere jetzt für dich die Nummer 67. 67? Was bedeutet das? Den wohlverdienten Frieden. 8 Stunden lang. Träumen an Ruinen. Hörspiel von Marina Dietz nach dem Roman von Philip K. Dick. Aus dem Amerikanischen von Norbert Wölfel. Die Menschen. Rick Deckard, Udo Wachtfeitel. John Isidore, Arne Elsholz. Phil Resch, Max Tiedorf. Inspektor Bryant, Michael Mendel. Alden Rosen, Henry van Lück. Irene, Annette Wunsch. Die Nexus 5, Rachel, Sophie von Kessel, Pris, Dorothee Hartinger, Roy, Thorsten Nindel, Lena Luft, Christiane Rosbach, Garland, Andreas Neumann, Polokow, Arthur Galiandin, sowie Caroline Fink, Michael Habeck, Herbert Hanko und Marc Schulze. Ton und Technik, Wilfried Hauer, Daniela Röder. Regieassistenz Holger Buck. Musik Thomas Bogenberger. Regie Marina Dietz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1999.